In diesem Video stelle ich euch alle bekannten Inquisitoren vor, die das Imperium nutzte, um überlebende Jedi zu jagen. Die meisten von euch werden die Inquisitoren zum ersten Mal in Rebels gesehen haben. Es gab aber auch schon vorher in Legends noch einige andere Inquisitoren. Aber fangen wir doch beim Kanon mit den Inquisitoren aus Rebels an. Insgesamt wissen wir hier von 8 Inquisitoren, die von einem Großinquisitor geleitet wurden. Dieser Großinquisitor war ein pauanischer Jedi-Ritter, der nach dem Fall der Republik die Seiten wechselte und von Darth Vader und dem Imperator damit beauftragt wurde, die Organisation der Inquisitoren zu leiten und mit ihnen Jedi zu jagen. Genauso wie der Großinquisitor waren auch alle anderen Inquisitoren in ihrem früheren Leben Jedi, die sich von der dunklen Seite der Macht verführen ließen. Von der Vorgeschichte der anderen Inquisitoren wissen wir leider kaum etwas. Nur über die vom 10. Bruder, der sich schon vor dem Fall der Republik gegen die Jedi wandte. Auf einer Mission konfrontierte Prosset Dibs, wie er damals noch hieß, Mace Windu, damit, dass er nicht mit der Involvierung der Jedi in die Klonkriege einverstanden war. Nach einem Duell, das Dibs verlor, wurde er zu einem Dienst in den Jedi-Archiven verurteilt. Nach dem Fall der Republik fiel er in die Hände des Imperiums, wo er zum 10. Bruder der Inquisitoren wurde. Bei der Jagd auf einem Jedi auf Mon Cala wurde er jedoch schließlich getötet. Bei dieser Jagd waren auch der 6. Bruder und die 9. Schwester anwesend, die beide diese Konfrontation überlebten. Der 6. Bruder starb dann allerdings durch die Hand von Ahsoka Tano auf Rada. Was mit der 9. Schwester danach passierte, ist momentan noch unbekannt. Die 3 letzten bekannten Inquisitoren waren der 5. Bruder, die 7. Schwester und der 8. Bruder, die alle 3 damit beauftragt wurden, eine wachsende Rebellenaktivität im Outer Rim zu bekämpfen. Doch auch diese 3 starben bei einer Auseinandersetzung mit den Rebellen und Darth Maul auf Malachor. Wir wissen noch von 2 weiteren Inquisitoren, einer weiblichen und einem männlichen, diese wurden jedoch noch nicht identifiziert und tauchten jeweils nur kurz auf. In Legends gibt es jedoch noch eine Vielzahl weiterer Inquisitoren, von denen die meisten ihre eigene Geschichte haben. Ich werde euch jetzt aber nur diejenigen vorstellen, über die wir wirklich etwas wissen. Auch in Legends war es so, dass nach dem Fall der Republik das Imperium Jedi jagte und dafür Inquisitoren einsetzte, die allerdings nicht unbedingt alle gefallene Jedi sein mussten. Einer der 4 bekannten Großinquisitoren und der erste von ihnen, Malorum, war zum Beispiel kein Jedi, aber trotzdem leicht machtsensitiv. Nach einer kurzen Karriere beim Imperialen Sicherheitsbüro wurde er von Imperator Palpatine zum Großinquisitor berufen und damit beauftragt, diese Organisation zu leiten. Nach seinem Tod gab es noch mindestens 3 weitere Großinquisitoren, über die wir aber alle leider nicht sehr viel wissen. Unter den Großinquisitoren standen die Hochinquisitoren, die aus erfahrenen Inquisitoren zusammengesetzt wurden. Der wohl bekannteste Hochinquisitor war Jarak. Dieser kam als Jedi nach einer langen Erkundungsmission nach den Klonkriegen nach Coruscant zurück, nur um dort das Imperium vorzufinden. Vor die Wahl gestellt, sich dem Imperium anzuschließen oder zu sterben, entschloss er sich, der dunklen Seite der Macht zu dienen. Schon kurz nach seinem Seitenwechsel arbeitete Jarak daran, so viel Macht wie möglich anzuhäufen und Anhänger um sich zu scharen, um schließlich Vader und später auch den Imperator stürzen zu können. Allerdings kam ihm der Tod des Imperators über Endor in die Quere, woraufhin Jarak sich zu einem eigenen Kriegsherrn des Imperiums erklärte, bis er schließlich vom Jedi Kyle Katarn getötet wurde. Der andere Hochinquisitor, über den wir einiges wissen, der vielleicht sogar noch interessanter ist als Jarak, ist Adaric Cassius Brandel. Er war für 10 Jahre einer der besten Inquisitoren des Imperiums, bis er desertierte und selbst von Inquisitoren gejagt wurde. Nach dem Tod Palpatines baute Brandel sein eigenes kleines Imperium auf, mit dem er sowohl gegen das Imperium als auch gegen die Neue Republik kämpfte. Es gab auch noch viele weitere normale Inquisitoren und auch einige bekannte Inquisitor-Schüler, die jedoch alle nicht von großer Wichtigkeit waren. Aber was sagt ihr? Welchen dieser Inquisitoren findet ihr am interessantesten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr noch ein weiteres Video über die Inquisitoren sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da verlinke ich euch ein Video von Todesstern News darüber, ob das Lichtschwert der Inquisitoren tödlich oder lächerlich ist und ein Star Wars The Old Republic Let's Play von mir auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.
Thank you.